Mr. Bruce, hören Sie mich? Es scheint, jemand verfolgt Ihre Bewegungen durch die Stadt. Das habe ich geahnt. Ich habe wohl etwas verpasst, Sir. Wo sind Sie? Die Würfel sind gefallen, Batman. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Der Albtraum ist fast vorüber und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen und bald wird es die ganze Welt sehen können. Deine Augen verraten dich. Die Furcht hat dich erfasst. Ui. Was denn jetzt? Achso, meine Ausrüstung ist komplett weg. Da. Auch zu? Viele Möglichkeiten gibt es für mich jetzt aber nicht mehr. Oh. Oh! So ein glückliches Paar! Aber schade um den Jungen. Der kleine Bruce ist nie darüber hinweggekommen, nicht wahr? Naja, wer hin ist, ist halt hin. Das Leben geht weiter, Kleiner. Lass los, beende es. Geh zu deinen Eltern. Ja, Onkel Jay übernimmt jetzt den Laden. Onkel Jay. Oh, sieh dich um. Ich will kein Pessimist sein, aber du bist leicht in der Unterzwang. Das ist gar kein Problem, ihr Idioten. Du musst zugeben, Bruce, es ist irgendwie poetisch. Ich werde zu dir, du wirst zu mir. Das ist unser Schicksal. Macht Spaß, um deinen Verstand zu verwirren. Das habe ich schon lange aufgegeben. Oh, wie viele sind denn das? Gib's Typ. Zu. Gotham war nicht mehr dasselbe, seit ich weg bin. Es wurde alles etwas zu ernst hier. Keine Sorge, Onkel Jay bringt sie wieder zum Lachen. Oh. Jetzt wird's langsam ein bisschen schwierig mit den rechtzeitigen Kontern. Mann, Bruce, Pets, deine toten Eltern können doch härter zuschlagen. Wirklich erbärmlich, wie du dich sträubst. Man könnte wirklich glauben, du hättest etwas, wofür sich zu kämpfen lohnt. Boah, Alter, das wird nicht weniger, Leute. Denk nur an all die lieben Menschen, die du zurücklässt. Der alte Pennyworth wird verloren sein. Mach schon, Bats. Du weißt, was zu tun ist. Habe ich ihn jetzt getötet? Oh, Scheiße. Was bist jetzt? Endlich ausgerastet. Was? Das war's mit der Kontenance. Und meinem Genick. Diesmal kannst du es nicht leugnen. Du hast den Verstand deines Killers. Und dieser Verstand ist meiner. Es ist vorbei, Bruce. Du hast die blutige Grenze überschritten. Und jetzt wird mich Scarecrow befreien. Oh, Scheiße. Hätte ich nicht drücken sollen? Fuck.
Batman, bist du es? Es tut mir leid, Robin. Bist du bereit? Es wird nicht so enden, wie du denkst, Crane. Genug der Tapferkeit. Dafür ist es jetzt zu spät. Mir ist egal, wer du bist. Aber ihnen nicht. Ich werde ihnen ihre Hoffnung nehmen. Wenn sie dir in die Augen starren, werden sie dich beschuldigen. Das Versagen wird ein Gesicht und einen Namen tragen. Es ist Zeit. Mr. Gordon, erweisen Sie mir die Ehre? Niemals. Von dir nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Du Mistkerl! Nimm die Maske ab, oder mein nächster Schuss wird ihn töten. Es ist okay. Nichts ist okay. Du weißt, was das bedeutet. Das ist das Ende. Wenn die rausfinden, wer du bist, gibt es kein Verstecken. Du musst mir vertrauen, Jim. Los. Wayne? Bruce Wayne? Jetzt wird die Welt dein wahres Gesicht erkennen. Die Legende ist enthüllt. Machtlos, menschlich, ängstlich. Oh. Ach, worauf warten wir noch? Erledigen wir ihn. Nein, nein, wir machen das richtig. Er muss sich dem Recht stellen. Er hat 50 unserer Männer kalt gemacht. Wir sollten ihn erledigen, bevor er aufwacht. Er ist zu gefährlich. Wir haben ihn mit 100 Knarren im Visier. Der geht nirgendwo hin. Leute, Leute, Leute! Es ist schön, euch zu sehen. Es war eine Mordsarbeit, euch aufzuspüren. Uns aufzuspüren? Wir haben dich. Oh, Koppelpott. Stets grausam, aber nie gewieft. Croc, alter Junge, du solltest dich ducken. Was geht denn jetzt? Ach du heilige Scheiße. Was passiert denn hier? Alte Schwede. Schön in lila gehaucht. Oh Gott. Scheiße, was geht denn hier? Jungs! Jungs! Ich will doch nur reden! Darüber euch zu erschießen! Mit dieser Knarre! Was ich tun werde, wenn wir fertig geredet haben! Das muss ich tun, damit du aufhörst! Ja.
Kriechertum konnte ich noch nie leiden, Cobblepot. Jetzt soll ich die alle killen. Du, komm her. Du hast genug durchmachen müssen. Erzähl es nur allen. Alter, das ist ein bisschen krank, was ich hier gerade mache, ne? Leo. Oh fuck, den Titel. Dank nach dem, was du getan hast. Ich bin der Comeback-König, Clown-Fürst. Ich muss hier schnell weg, ich muss hier schnell weg. Nicht, dass das YouTube wieder mitkriegt, dass hier Mucke läuft. So eine Scheiße. Gut, die Musik ist aus. Gott. Am Ende streicht YouTube wieder und ihr hört keinen Sound. Das ist bestimmt bloß eine Fantasie. Bitte nur eine Fantasie. Das ist vielleicht meine beste Arbeit bisher. Bitte hören Sie mir zu. Nach allem, was Sie für die Stadt getan haben, bedenken Sie, was Sie da tun. Sir, ich bitte Sie. Master Bruce, Batman, hören Sie doch. Denken Sie an Ihre Familie, Bruce, Ihren Vater. Was würde er sagen, wenn er Sie so sähe? Bitte, bitte beenden Sie diesen Irrsinn. Oh, Alfred. Treuer alter Alfred. Master Bruce ist fort. Aber keine Sorge, dein neuer Master kommt nach Hause. Weißt du, was jetzt geschieht, Bruce Wayne? Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich befreien. Sei frei und sieh, wie die Stadt, die du beschützen wolltest, zerfällt. Frei zu sehen, wie jeder, den du liebst, zu Tode gehetzt wird. Jeder Schrei, jeder Tod. Vergeltung für alle von Batmans Taten. Gut. Was? Verstehst du denn nicht? Es ist vorbei. Mach dich bereit für die Zugabe. Ja! Wo bleibt deine Furcht? Oh, ich bin voll immun. Hey, Bats! Bist du noch da? Bats? Bist du das? Oh, Bats! Hm? Ah, welch ein Spaß. Huhu, knusprig. Ach, dem Körper bin ich ohnehin entwachsen. Willst du mir irgendetwas sagen, Bats? Ich bin nicht tot. Ich bin lebendiger als eh und je. Oh, Momentchen mal. Das da? Das ist nicht mein Grab. Oh nein, 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 das ist zu klein und überwuchert. Wo ist der Grabstein? Das ist. Aber sicher, ich verstehe. Sie haben mich vergessen. Sehr witzig, Bats. Aber das wird nicht passieren. Manche Witze sind wirklich geschmacklos. Damit kriegen sie ihn jetzt. Angsttechnisch, das ist seine größte Angst. Ich glaube, die von Joker, dass er vergessen wird. Siehst du, alter Junge? Du bringst mich doch nicht ins Grab. Ist die Tür zu? Harley,
Das nennst du Leichenschmaus? Wo sind denn alle? Hast du die Einladungen vergessen? Gib's zu! Harley, hör auf zu heulen und zauber mir einen Leichenschmaus! Ich weiß, was du vorhast. Du und dein Toxin. Glaubst du, das macht mir Angst? Harley! Harley! Also Glenn, heute ist der Jahrestag von Jokers Tod. Was fällt Ihnen dazu ein? Entschuldigung, wer? Der Joker, erinnern Sie sich nicht? Der Typ mit den Fragezeichen, der ist tot? Nein, nicht er. Vicky, helfen Sie mir auf die Sprünge. Wissen Sie was, es spielt keine Rolle. Vergessen wir ihn einfach und fahren wir fort. Ja, vergessen wir ihn und fahren wir fort. Des Weiteren wurde heute ein Museum über Batman und seinen Erzfeind, den Pinguin, auf Bleak Island eröffnet. Was? Du glaubst, das ist unheimlich, Bats? Wenn ich rauskomme, werde ich an jede Wand Gothams meinen Namen mit Blut schmieren. Ich werde ihn in jede Leiche ritzen. Niemand wird mich je vergessen. So, wie komme ich jetzt hier heraus? Ja, das ist die Frage. Wo bist du? Komm raus! Ich finde dich! Hä? Was geht denn hier für Psycho ab? Zeig deine Visage! Keine Lust mehr, Bats! Aus dem Scheiß sind die wieder raus, können wir jetzt nicht stundenlang Steinstatuen abballern. Ich muss das machen. Ich kann gar nicht anders. Ich muss die ganze Zeit. Mach's gut, Bats. Wein macht Spaß, aber ich verschwinde. Alter Schwede, ey. Weißt du, du hattest mir fast schon einen Schreck eingejagt. Mir? Vor was sollte ich denn Angst haben? Du hast Angst, zu Asche zu werden. Du hast Angst, vergessen zu werden. Und du wirst vergessen werden, Joker. Dank mir. Ich bin die Rache. Ich bin die Nacht. Ich bin Batman. Hä? Ach so, Umgebungsausschlag.
Leb wohl, Joker. Nein, Bruce! Verlass mich nicht, bitte! Brauche dich! So ein bisschen tut er mir ja leid. Ein bisschen. Verstehst du, Gotham? Du hast keinen Erlöser. Nie wieder Hoffnung. Nie wieder Batman. Noch eine Ladung, Alter. Ich habe gesiegt. Ich habe keine Angst, Crane. Unmöglich. Ohne Angst ist das Leben sinnlos. Oh, er hat sich das Betty-Symbol drauf gemalt. Wie süß. Nein. Hatte der für einen schönen Hals. Was ist los? Angst? Er ist stark. Er wird das überstehen. Pass auf ihn auf. Auf sie alle. Du warst ein guter Freund. Der beste, den ich je haben konnte. Du warst von Anfang an da. Und jetzt siehst du, wie es endet. Das beste Geschenk heute Nacht. Kaum zu glauben, dass er hier ist. Bruce Wayne also. Wenn es dir recht ist, dann bleibe ich bei Batman. Die holen mich. Du klingst ängstlich, Crane. Gewöhn dich dran. Gotham braucht Batman noch. Für eine letzte Nacht. Und dann? Zeit für das Nightfall-Protokoll. Sind Sie sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche die Stimmbestätigung. Martha. Sehr wohl, Master Bruce. Ihre Anweisungen werden genau befolgt werden. Belohnung freigeschaltet. Neue Story verfügbar im Hauptmenü. Countdown bis Nighter. Halte die Verbrecher auf der Fahndungsliste auf, um die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen. Geh zur Missionswahl, um dein nächstes Ziel auszuwählen. Hä? Ist jetzt hier noch Hauptmissionsstory? Das war. War's das jetzt? Nee. Das. Stadt der Angst. Für eine Nacht brauchen die mich noch. Countdown bis Nightfall.
Das ist das Ding. Ach so, du musst mit Steam verbunden sein, um auf die besten Listen vorzuhören. Ja, ich habe aber Internet aus heute. Jetzt die Miliz an. Ja, liebe Freunde, dann werde ich mir jetzt nochmal ein bisschen durchgucken hier und durchprobieren, ob das jetzt das Ende war. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge abdrehen, wo wir das zusammen rausfinden werden. Gegebenenfalls eine Nebenmission machen und gucken, wie das denn da nun läuft. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, wie das jetzt sich geht. Irgendwie bin ich ein bisschen perplex, ne? Das war jetzt so Nightfall-Protokoll und ich hoffe, das ist jetzt nicht auf Online-Basis, dass ich da online jetzt irgendwas machen muss, damit ich hier sozusagen die Endstory irgendwie da auch abschließe. Das hoffe ich nämlich nicht. Nicht, dass ich da irgendeine Bestenliste beschreiten muss. Das wäre ja doof, ne? Aber wir gucken mal. Ich will ja nicht alles verrückt machen hier in der Haus. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. War auf jeden Fall eine sehr storylastige Folge wieder mit vielen Zwischensequenzen. Hammer Story auf jeden Fall. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, schreibt es mir in die Kommis. Storytechnisch ist das doch schon fast besser als mancher Film, den ich von Batman bisher gesehen habe, oder? Also echt Hammer gemacht. Ich danke euch auf jeden Fall und ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Genau, siehst du, Satz, wow, schon wieder falsch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder dabei seid und dann lüften wir halt, ob das jetzt nur das Ende war oder nicht. Ich glaube aber nicht. Wir schauen einfach nächstes Mal rein. Ja, und bis dahin, liebe Freunde, wünsche ich euch wieder mal was. Euer Gernschott.